Ja, hallo Leute, hier ist nochmal das zweite Mal heute der Dirk. Es ist jetzt nicht der zweite Teil, den ich machen möchte. Der kommt erst morgen. Das ist jetzt ein kurzes Intermezzo von mir auf Michael sein Video. Und auf alle Fälle wissen wir jetzt eins, dass wie Michael den Andreas und wahrscheinlich auch mich umbringen möchte. Also wenn er es wollen würde. Ich sage jetzt nicht, dass er es will. Und zwar durch Vergiftung. Ja. Er sagt es zwar ironisch, dass es damit suggeriert, dass er sowas niemals machen würde, aber es ist ganz klar, das wissen wir jetzt. Danke, Michael. Also wie gesagt, nicht, dass du uns umbringen willst, aber wenn es soweit ist, wirst du so eine Tat hinterhältig machen durch Vergiftung, was ja die Hinterhältigkeit, die hinterhältigste Methode ist, jemanden umzubringen und was auch zu dir passt. Dann, was ich noch sagen wollte, Michael, ich weiß ganz genau, dass das, du warst ja wieder auf 180, du hast wieder natürlich deine ganzen Projektionen rausgelassen, dass dich diese Videos von Andreas und mich getroffen haben. Dann möchte ich mal den Psychologen sehen, stell dir mal vor, ich möchte das Diplom sehen und dann reden wir mit dem. Aber das wird sich sowieso wieder verlaufen. Und du denkst ja oder du bist da stolz drauf, dass du allglatt bist. Allglatt bist du vielleicht für einige Idioten, aber bestimmt nicht, also ich spreche zu mir, für mich, weil genau das, wie du das heute wiedergegeben hast in Erregung, zeigt, dass es halt voll gesessen hat. Und du bist für mich nur ein Fisch mit Schuppen, den man leicht greifen kann. Und natürlich auch die Taten, die ich dir immer angeboten habe, also nicht nur das Reden, hast du ja auch alle nicht gemacht. Und für mich bist du schon ein Fisch mit Schuppen, den man leicht fangen kann. Ja. Und auch selbst wenn du allglatt wärst, auch alle werden gegessen, auch alle wird der Kopf abgeschlagen irgendwann mal. Ne? So, bildlich gesehen, ich habe jetzt nicht vor, dir den Kopf abzuschlagen. Ja, und dann wollte ich mal für an unsere Leute nochmal, die da irgendwie noch Interesse dran haben. Ich weiß nicht, wer Interesse dran hat, außer uns. Da gibt ja vielleicht einige, die noch hadern. Oder vielleicht auf Michaels und von dem anderen da auf der Seite stehen, aber vielleicht auch nicht so ganz festgefahren sind. Ich will euch jetzt nicht irgendwo keine Beispiele sagen, aber wie gesagt, ich wiederhole mich noch, tut mal alles Gesagte weg, auch von uns, auch von unserer Seite, von Andreas und mir. Und schaut nur das an, was passiert ist. Ich sage jetzt extra nichts, schaut das, was passiert ist. Ja, also was Taten sind oder unabdingbare Fakten. Ja, das muss jeder für sich natürlich selber einordnen. Und dann, wenn ihr euch das gegeben habt, dann guckt die Fakten doch mal, es sind ja mehrere. Taten oder Fakten, guckt es euch an und entscheidet, lasst es mit zumindest ein bisschen in eure Entscheidung mit einwirken. Also, wenn es da draußen jemanden gibt, der noch wankelmütig ist, ich denke mal, dass das sowieso, wie gesagt, die meisten überhaupt nicht interessiert und die anderen sind ja in den ganzen Sachen festgefahren, aber vielleicht trifft man einen noch irgendwie. Genau, ja, morgen kommt ein größeres Video, wieder der zweite Teil, dann sage ich auch noch was Interessantes dazu. Dann rede ich auch noch mal Tacheles und ich hoffe, das schaffe ich morgen Abend. Ich versuche es, sonst ist es übermorgen, aber es kommt auf alle Fälle. Gut, natürlich habe ich kein gewischtes Büro wie der Michael, aber ich habe dafür eine halbsaubere Toilette. Immerhin was, die mir gehört. Ne? Aber trotzdem, zumindest da werde ich versuchen, ein Video morgen zu machen, was den zweiten Teil, was ich heute vom Nachmittag schon gesagt habe. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Also, bis morgen hoffentlich, sonst bis übermorgen. Okay, ciao, ciao.